Wagen ist in die Luft geflogen. Oh Mann. Da will man jemandem was Gutes tun und besorgt ihm so ein Flugsding und der jagt sich damit in die Luft. Naja, nicht zu ändern. Am besten durchsuche ich mal seinen Krempel. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Flux capacitor. It's taken me almost 30 years. Schau an, schau an. Auf dem Ding steht groß und breit Fluxkompensator. Anscheinend gehört er dem Jungen da. Ich werde ihn mal fragen. Hey Junge, wie heißt du? Marty. Netter Name. Kommt mir bekannt vor. Hör mal, ich sehe, du hast hier einen Fluxkompensator. Brauchst du den noch? Das Ding gehört nicht mir, es gehört Doc. Ich habe ihn allerdings schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Wo ist denn dein Freund Doc hin? Lange Geschichte. Er ist ständig unterwegs, mal mit dem Auto, mal mit dem Zug. Eigentlich gehören wir gar nicht hierher. Ach, weißt du was? Nimm das Ding mit. Ich komme hier sowieso nicht mehr weg. Und falls Doc doch noch kommt, wird ihm schon irgendwas einfallen, wie wir ohne den Fluxkompensator zurückreisen können. Oder er baut einfach einen neuen. Okay, ich muss zugeben, du verwirrst mich, Junge. Aber ich nehme dein Angebot trotzdem an. Ich schnapp mir dann mal den Fluxkompensator und bin auch gleich wieder weg. Grüß deinen Kumpel Doc. Mach ich. Hier in der Gegend leben wirklich ein paar eigenartige Freaks. Der Junge ist nicht mehr ansprechbar. Er sucht ständig den Himmel nach irgendwas ab. Offensichtlich verwirrt. Ich brauche noch einen Fluxkompensator, ey. Ohne den kann ich nicht starten. Ich kann hier aber nicht weg, weil ich ja meine Maschine bewachen muss. Wird sonst gestohlen, ey. Aha. Okay, ich sag dir was. Sollte ich so einen Flux-Dings da finden, bring ich's dir vorbei. Wirklich, ey? Ich danke dir. Wenn du mir den Fluxkompensator bringst, kannst du auch meinen ganzen Bastlerkrempel haben. Wo ich dann hingehe, brauche ich das Zeug nicht mehr. Und jetzt los, beeil dich, ey! Komischer Freak. Ziemlich merkwürdiges Vehikel. Da drin sind jede Menge seltsame Apparate zu erkennen.